So, hallo herzlich. Entschuldigung, ich habe nur kurz mal raushaben müssen. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Bloodstained Ritual of the Night. Wir befinden uns augenscheinlich wieder in Livre Ex Machina. Also, wir haben letztes Mal blutlos besiegt. Und ja, jetzt haben wir da wohl was. Also, zumindest einen Weg freigeschaltet, was schon mal gut ist. Moment, eine Sache muss ich jetzt mal kurz feststellen. Kann ich den Hebel wieder umlegen? Weil da unten scheint was zu sein. Ich würde nur... Also da ist zumindest eine Kiste. Was zum Geier? Ein Drache! Was soll ich denn dagegen machen? Okay, war mir besiegt. Oh! Warum ist hier ein Drache? Drakonische Wut. Zerreißt deine Feinde mit Drachenklauen. Ich glaube erstmal lieber... Ja, so ein bisschen halt einen das schon. Ja gut, erstmal hier lang. Ich werde schon einen Weg dahin... Ach Gott. Lass mich raten, das hier tut weh? Ja, es tut sehr weh. Ach, und das ist ein verdammter Dämonenstuhl. Und da will ich nicht wieder hin. Ah, man kann auf diese Dinger steigen. Und hier kommt man, wenn man vernünftig sich anstellt und nicht so Kram macht, dann klappt das. Dann kann man da augenscheinlich oben durch. Ja, dann sind wir hier. Da hat er mich noch mit erwischt. So, aber er ist besiegt. Was haben wir denn hier eigentlich? Jinrai, ziehe deine Klinge und schlage Feinde mit einem Zug nieder. Das ist keine Sache, die ich damit machen kann, oder? Aber... Moment. Ja, das geht. Weil der Regenschirm zählt lustiger... Oder... Ja, zählt lustigerweise... als ein Schwert. Und darum kann ich sowas damit machen. Das ist cool. So, ich lasse mich jetzt erstmal hier ein bisschen rübertragen. Schau mal, was hier ist. Ernsthaft? Donnerelementare. So, Schießpulver hat er gedroppt. Hier kommt man an eine ähnliche Stelle. Och nee, verdammte Köpfe. Ich werde jetzt hier nicht runterspringen, sondern erstmal schauen, was passiert, wenn ich ganz normal an der Seite jetzt runtergegangen wäre. Düstere Lumpen. Ist das eine Kopfbedeckung? Nee, aber... Ach, vielleicht ist es ein Crafting Material. Okay, hier geht's nicht weiter, aber hier geht's runter. So, im Zweifel immer erstmal heilen. Hier geht's hin, was aber auch nur... Okay, ein andermal. So.
Denn hier geht's in den Teleportbereich. Ach, Moment. Nee, warte, so war das. Hä? Nee. Das war der Reflektorstrahl. So. Damit kann ich nämlich mich erstmal an einen sicheren Ort bringen. Nämlich in die Basis. Und von hier aus kann man weiterarbeiten. Da kann ich zum Beispiel schauen, wie kann ich den Blattstil verbessern und habe ich irgendwie genug von... Here's what I've turned up on the monsters. Oh, die hat neue Sachen. Recht im Tod von Matthäus, dem Glasbläser. Help Matthäus, the Glassblower, rest in peace. Kill those murderers dead! Got any targets? Here's neue Sache. Soleil, Kirchendiener. Help Soleil, the sexton, rest in peace. Kill those murderers dead! Ruhig, ruhig. Got any targets for me? Here's what I've turned up on the monsters. Karl der Fassbinder, okay. Help Karl the Cooper rest in peace. Kill those murderers dead! Ach, Cooper heißt Fassbinder. Okay, das wusste ich gar nicht. So, ja komm, das können wir erstmal machen. Hi Miriam. So, what'll it be? Scherbe aufwerte. Monsterblut brauchen wir dafür, woher wir auch das immer bekommen. Und erhöht die Wiederherstellungsmenge, das ist gut. I'll go with this. There, all done. Brauchen wir mehr Monsterblut. Woher auch immer wir noch weiteres bekommen, aber irgendwoher sicherlich. Ach, wir können den silbernen Ritter sogar weiter verbessern. Komm, wenn ich das schon kann und im Zweifel im Boss kämpfen, warum nicht? Kann ich irgendwas zubereiten? Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht spontan. War aber auch nicht zu erwarten. Jetzt erstmal abspeichern. Sicher ist sicher. So, und dann haben wir ein neues Gebiet zu erkunden und ich bin da sehr froh drüber. Help, so. Ich sag nicht, ich kann mit dem... Ich hab doch hier... Das hat geklappt. Ach, egal. Und weiter geht's. Und Livre Ex Machina war da. Man muss aber auch wirklich genau treffen, um an der richtigen Stelle zu landen. So, hier geht's weiter, aber ich werde erstmal zu der Seite hier, nachdem ich den erledigt habe. Dass man sich unter dem einfach durchducken kann, ist so schön. Was? Stein? Ach, verdammte Köpfe. Und das tut weh. Boah, das ist jetzt... Aber echt... Nein, das wollte ich alles gar nicht. Oh, das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr. Take this.
So, ich bin durch. Ah, hier ist Blut. Gut, ich hab's drauf. Dieses nicht, das erhöht die Wiederherstellungsmenge. Ach, Mann. Okay, das war dumm von mir und ich wette, wenn ich da unten reinfalle, wird's auch nicht besser. Ich kann mich nicht von so einer Säge reflektieren, oder? Nee. Wo? Ach, aber ich kann auf die Plattform da unten. Dann passt's. TP Max ab und sofort einen verdammten Stein benutzen. Ich will den Weg nicht nochmal zurückgehen. Dach, Kumpel. Ich muss was abspeichern. Alter Schwede, war das hart. Ach, jetzt hat's geklappt. So. Moment, ja doch, hier. Livre Ex Machina. Jetzt ist die Frage, gehen wir da nach oben? Oder, ja, wir gehen erstmal hier unten weiter, würde ich sagen, und schauen, wo das hinführt. Moment. Ach, das ist einfach nur ein Ansatzpunkt, um vernünftig durchzukommen. Oh, dass da an der Decke wieder was ist, ist ja klar. Erdbeere, okay. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Ist ja super. Mit anderen Worten, es geht nur hier oben weiter. Moment. Ich glaube, ich gehe erst weiter nach rechts. Wenn man mich lässt. Okay, das war dumm von mir. Neuer Versuch. Ich wollte gerade sagen, so jetzt kommt hier der entlang. Und ich nehme den, um hier hoch zu gehen. Und von da aus gehe ich jetzt erstmal nach rechts, weil da gar nicht so viel Platz ist, dass da so viel sein könnte. So. Andererseits könnte ich hier auch erstmal runter. Frage ist... Nein, das wollte ich nicht! Ach, okay, das geht. Verstehe. Hier sind also Punkte, an denen man irgendwas festsetzen müsste, damit das was bringt. Ach, ich hasse diese verdammten Steinviecher. Ah, hier brauche ich Craftwork. Moment. Ich bin sogar richtig eingestellt. Das wäre dann... nee, Moment. So. Ich glaube, ich schaue erstmal, was es hier an der Seite so gibt. Ein Ritter.
Und hier kommt man theoretisch hoch, aber nur theoretisch. Ah, und das ist eine Verbindung. Um hier an eine Kiste zu kommen. Donnerdiadem. Das klingt doch nach was. Ein Diadem, das von Donner geschützt wird. Ach, das gibt einfach nur Donnerresistenz. Federkrone klingt auch cool. Aber Intelligenz ist natürlich ganz nett, weil wir halt sehr viel Zauberzeugs machen. Ah, okay, das war gerade eine dumme Sache. Komme ich da jetzt wieder hoch? Ich glaube nicht auf dem klassischen Wege. Oder komme ich jetzt auf die Art? Tatsache, ich komme hier hoch. Der Reflektorstrahl ist geil. Wie soll man das denn dann machen? Okay, das bringt einen hoch und runter, klar. Ach, auch egal. Hier gibt es einen Raum, in dem ich noch nicht war. Der auch einfach nur ein Übergangsraum ist. Und der auch einfach nur zurückführt. Manchmal führen wohl echt alle Wege nach oben. Wie war das jetzt? Ach ja, stimmt, bei dem einen Sturz hätte ich einfach nur was mitnehmen müssen. Genau, so war das. Einmal zurück dahin. Das Schöne an der Fee ist halt wirklich, dass die einem immer wieder auch mal Hinweise gibt. Dass, oh! Was haben wir denn da? Donnerwiderstand. Moment, ist gerade bei mir in der Ausrüstung bzw. in den Scherben. Okay. Ich kann mich nach wie vor heilen. Perfekt. Damit bin ich zufrieden. Hier werde ich jetzt einfach mal versuchen, so Schritt für Schritt runter zu gehen. Und zum Beispiel mal hier reinzuschauen, auf der Höhe. Hier kann man sich einfach nur setzen. Was zum? Okay. Verstehe. Moment, ich verwechsel immer, welche Taste ich... Was? Wieso ist das hier falsch? Wieso kann ich das Ding... Das hat doch Rollen! Ach, egal. Und hier kann ich theoretisch drauf, es bringt nur nichts. Okay. Ich hasse diese Viecher. Boah. Okay, die hatte ich noch gar nicht. Versteinerungswiderstand. Dafür gibt es einen eigenen Widerstand.
So, jetzt muss ich nur wieder hoch. Und es ist Blut auf dem Boden. Wird mitgenommen. So, jetzt habe ich das Ding abgestellt. Die Frage ist, was mir das brachte. Erstmal nichts Sichtbares. Ah, nee, ich seh's. Haha. Was haben wir denn hier? Vertrauter silberner Ritter verbessert, okay. Hier kann man sich setzen. Hm. Bringt zwar nichts, aber man kann es tun. Dann erstmal wieder hochfahren. Ich hasse diese Köpfe. Okay, hier geht's hoch. Gibt es hier noch mehr von diesen verdammten Drehrig... Och, nun wieder diese verkackten Köpfe. So. Ach, Mimik! Moment. Verflucht, ja toll. Die Viecher verfluchen einen also bei Treffern. Okay. Natürlich, das ist jetzt ja... Versuche erstmal nach links zu gehen und schau mal, was es da gibt. Oh. Ernsthaft, es gibt durchschlagbare Decken. Kappe des Diabolisten. Was ist das denn? Verteidigung 9, Intelligenz 8. Oh. Hm, passt doch halbwegs zum Outfit. Moment, ich hatte auf der Taste gerade Heilung. Sollte ich gerade benutzen. Auch wenn es lange nicht so viel ist, wie ich gerne hätte, aber es bringt halt gerade einfach viel. So, schauen, was hier ist. Hm. Oh, das sieht nach einer... Ja, du brauchst den einen Schlüssel von Celeste. Okay. Donnerelementar. Oh, was haben wir denn hier für ein Buch? IYY1776. Zu guter Letzt habe ich das Problem gelöst. Mein erster Homunculus war ein Kind, das gerade verstorben war. Je jünger das Testobjekt und je frischer verstorben, desto schneller verbreitet sich der Kristall auf dem Körper. Bisher habe ich nur mit Leichen gearbeitet, doch wenn ich ein lebendiges Kind hätte. Ja, nun ist meine Position in der Gilde gesichert. XQ1767. Die Gilde hat mir die Kinder besorgt, die ich brauche. Wie ist mir egal. Und bat mich, ihnen den Kristall einzupflanzen. Mein alter Freund führt vehement moralische Gründe an, aber ich will einfach nur dieses Experiment beenden. Die Koffer der Gilde füllen und meine historische Arbeit fortsetzen. Nun möge das Experiment beginnen. Hm. Ein Speicherpunkt. Ich bin sehr, sehr glücklich.
Ach, hier ist noch ein Boss. Ach komm. Ein Drache? Warum ein Drache? Aua. Okay. Abgrundwächter heißt das Biest. Es ist eigentlich nur eine größere Version des kleinen Drachen, den wir schon gesehen haben, aber er haut halt sehr hart zu. Okay, er haut wirklich hart zu, aber nicht sehr oft. Ich glaube, ich sollte es tatsächlich nochmal mit Tabs Surrender probieren. Okay. Wollte ich gerade sagen, Drachen sind nämlich in den meisten Japano-RPGs empfindlich gegen Blitze. Und er sollte sicherlich einiges an Blut zurücklassen. Wo geht's dann hier hin? Wieder ein neues Gebiet? Okay, ich schau mal kurz rein und gehe im Zweifel wieder zum Speicherpunkt. Halle der Auslöschung. Das klingt ja schon mal böse. Wow! Noch so ein verdammter Axtvogel. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Schau mal kurz ins Archiv. Das war jetzt augenscheinlich so eine Art Mini-Boss. Der dürfte also unten aufgelistet sein. Oder auch nicht. Ah, hier, Abgrundwächter. Ein pechschwarzer Dämon, der allen vor ihm, die vor ihm stehen, den Tod bringt. Okay. Interessant, es gibt mehrere Bereiche, in denen es den gibt. Der hat Beutechancen und alles. Was zum Henker? Aber interessant, dass man bei den Gegnern auch sehen kann, was die unter Umständen fallen lassen, wenn sie es schon mal fallen gelassen haben. Heißt das, der ist... Nee, der ist nicht wieder da. Gut, Glück gehabt. Oh, verdammte Donnerviecher. So. Abspeichern. Wir haben einen Drachen getötet, auch wenn es kein besonders starker war. Und ich würde sagen, dann mache ich hier einen Schnitt und eine kleine Aufnahmepause. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Bloodstained Ritual of the Night. Bis dahin, cheerio!